ho, ho, am vierten Tag meines Highlight-Adventskalenders. Heute zeige ich euch das Sachbuch von Sebastian Fitzek, Fische, die auf Bäume klettern, ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Ein Buch, das rund um die Leipziger Buchmesse im März erschienen ist und tatsächlich hat es dann doch noch ein Fitzek in diesem Jahr auf meine Highlight-Liste geschafft. Und ja, damit spoilere ich schon im Grunde das Ende des Adventskalenders, denn ja, das Geschenk hat es nicht in den Adventskalender geschafft und ja, das habt ihr vielleicht schon in der ein oder anderen Bücherwoche oder in dem ein oder anderen Rückblick dann irgendwie vielleicht gesehen. Fische, die auf Bäume klettern, ist ein Brief von Sebastian Fitzek an seine Kinder, denen er Tipps und Tricks im Grunde auf den Weg gibt. Er spricht in diesem Buch über Achtsamkeit, über ja, zu sich selbst zu stehen, sich selbst zu mögen, wie man ja, vielleicht auch in manchen Situationen einfach mit der Welt umgeht, was wichtig ist, was man auch mal einfach zur Seite schieben kann und eben auch Probleme, die man irgendwie im Leben haben könnte und vielleicht auch seine Kinder haben und auch wie sie an Lösungen herankommen und wie sie die Welt so ein bisschen sehen können. Es ist ein sehr offener Brief, der mir sehr gut gefallen hat. Auch ich habe ihn zum Teil dann eben auch gehört. Also ich habe sowohl mir das Buch natürlich besorgt, als dann auch das Buch gehört. Es hat er selbst eingesprochen und das hat mir natürlich auch besonders gut gefallen. Ich mag Sebastian Fitzek als Mensch, so wie wir ihn eben irgendwie kennen, unglaublich gerne. Ich finde ihn sehr offen, sehr warmherzig. Ich mag, dass er gefühlt immer lacht, dass er diese Lächeln gefühlt auch wirklich immer ernst meint. Und ja, es gehört irgendwie zu seinem Job, dass lässt er sich aber nicht anmerken. Und wenn einer 8 Stunden auf der Leipziger Buchmesse Bücher signiert, Fotos macht und mit seinen Lesern spricht, ich finde, das hat für mich schon wirklich Respekt und Hut ab. Und das macht er immer wieder und das macht ihn so für mich auch zu einem nahbaren und greifbaren Autoren. Und umso sympathischer hat es natürlich das auch gemacht, dass er ja seinen Kindern ganz offene Gedanken gebracht hat und die uns im Grunde auch vorgelesen hat. Und so natürlich auch aus seinem eigenen Leben Dinge erzählt, aus seiner Vergangenheit, auf Dinge wie darüber denkt, als dann eben auch die Dinge, die er mitgibt, wo er vielleicht seinen Kindern auch den Rat geben möchte, es möglichst gleich anders zu machen, um eben nicht irgendwie einen Umweg gehen zu müssen. Und das in einer Art, wie wir Fitzek aus seinen Thrillern überhaupt nicht kennen. Das ist natürlich ein ganz anderer Schreibstil, eine ganz andere Art des Erzählens. Und man hört aber wirklich immer Fitzek. Also auch allein beim Hörbuch, man merkt, wie ernst ihm diese Themen sind, wie locker er sie aber rüberbringen möchte, um sie eben auch wirklich für jeden greifbar zu machen. Und er erfindet hier das Rad nicht neu, aber er macht es auf unglaublich interessante Art und Weise, dass er uns die Dinge des Lebens näher bringt, nochmal so die ein oder andere Weisheit mit runterspickt und uns vielleicht auch manchmal einfach so einen Schubs gibt, um uns zu zeigen, ja, wie der richtige Weg des Lebens ist. Und es ist ein Sachbuch, also wir können hier keinen klassischen Roman erwarten, aber haben natürlich schon ja, natürlich eine gewisse ja, Zielsetzung des Buches, denn er möchte eben seinen Kindern eben einfach etwas auf dem Weg geben. Die Idee von ihm ist ja so entstanden, dass er in Flugzeug gestiegen ist und irgendwie dann seine Frau, glaube ich, noch am Telefon hatte und die dann gesagt hat, hey, wo ist denn eigentlich dein Testament? Hast du hier eins gemacht? Ich glaube, das war dann zu Flugangst 7a. Und daraufhin hat er gedacht, nein, er hat er eigentlich nicht. Und was würde denn von ihm übrig bleiben? Was würden seine Kinder von ihm wissen? Und diese Fragen stellen wir uns tatsächlich vielleicht alle immer mal wieder. Was bleibt in der Welt von uns übrig? Und das hat er unglaublich gut gemacht. Es ist ein tolles Buch, um einfach mal seine Gedanken zu verschiedenen Themen mitzunehmen, um die sehr leicht verpackt erklärt zu bekommen, um auch das Thema Achtsamkeit zum Beispiel ja, mitzunehmen. Auch dieser Satz, der ja so von Einstein so ein bisschen geprägt ist, dass ja, auch wenn du eben ein Fisch bist und alle wollen, dass du auf den Baum kletterst, versuch es einfach. Vielleicht bist du ja doch ein Vogel und kein Fisch. Und dass eben das gar nicht damit zu tun hat, dass man in irgendeine Schublade gesteckt wird, sondern dass man eben auch einfach anders sein darf. Dass wenn du eben ein Fisch bist und auf den Baum willst, dann mach das. Ob das klappt oder nicht, probier es aus und am Ende, ja, wenn du dich dann trotzdem im Wasser wohler fühlst oder merkst, das ist halt deine Welt, dann bleib auch einfach da, dann ist das auch in Ordnung. Und das hat er wirklich ganz, ganz toll verpackt, hat mir großen Spaß gemacht und deswegen ist es jetzt natürlich auch ein Highlight-Buch in 2019 von mir geworden. Und ja, ein Hörbuch, in das man durchaus auch immer mal wieder einfach so reinskippen kann, beziehungsweise dann auch ein Buch, in das man eben einfach mal mit ein bisschen reingreifen kann. Und das war's nun, das vierte Türchen meines Adventskalenders. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen 4. Dezember.